Hi, heute ist so richtiges Bähwetter und da brauche ich was für die Seele und zwar sowas hier. Das ist ein Spinat-Hack-Nudeltopf, ein All-in-One-Gericht. Im Hintergrund seht ihr meinen Dutch Oven stehen und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Spinat-Hack-Nudeltopf brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind grobe, rohe Bratwürste, denn wir brauchen das Bret da draus. Dann habe ich hier 500 Gramm frischen Spinat, ganz wichtig, ordentlich durchwaschen. Da ist immer ein bisschen Sand mit dran und das macht dann später das Kauerlebnis nicht unbedingt super. Deswegen auf jeden Fall gründlichst durchwaschen und dann in der Salatschleuder trockenschleudern, habe ich gemacht. Dann haben wir hier ein paar frische Champignons. Dann habe ich hier etwas Kochsahne, etwas Geflügelbrühe. Abschmecken werden wir später noch ein bisschen mit meiner mediterranen Mischung. Dann braucht man noch ein paar Nüdelchen, Zwiebeln, Knoblauch und ja, ich weiß, jetzt schreien wieder einige, aber es muss nochmal sein, Schmelzkäse. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Meine Coco-Eggs glühen gerade im Anzündkamin schon durch und dann würde ich sagen, wir legen los. So, hier habe ich jetzt also meinen Anzündkamin, der ist zur Hälfte gefüllt mit Coco-Eggs. Da setze ich jetzt die Dutch Oven App auf, damit wir den Dutch Oven da oben drauf setzen können, ihn jetzt ordentlich vorheizen, denn darin können wir dann gleich ordentlich Sachen mit richtig Power anbraten. So, und während der Dutch Oven auf Temperaturen kommt, kümmern wir uns um das Brät. Also wir haben hier unsere groben, rohen Bratwürstchen. Die sind ja schon gewürzt, das heißt also mit Salz und so weiter müssen wir erstmal noch nicht hantieren. Das erfolgt dann ganz zum Schluss erst, wenn wir das Ganze abschmecken. Wobei ich denke, dass mit dem Schmelzkäse und so weiter das Ganze wahrscheinlich schon sehr würzig wird. So, und dann schnappen wir uns die Würstchen, friemeln da den Darm drum weg. Und dann schnappe ich mir die Würstchen und mache da immer so drei Stücke draus, dass wir so drei Kugeln bekommen. So, die Hackbällchen sind fertig vorbereitet und der Dutch Oven ist heiß, da wandern die jetzt rein. So, wie ihr sehen könnt, da ist ordentlich Hitze am Start. Da werfen wir jetzt die Bällchen rein. So, während also jetzt die kleinen Hackbällchen scharf angebraten werden, schnappe ich mir die Champignons und viertel die. Denn die werden wir anschließend, wenn die Fleischbällchen angebraten sind, dann kommen die raus. Und dann haben wir einen knackeheißen Dutch Oven, in dem wir dann die Champignons wiederum auch richtig schön mit Schmackes anbraten können. Das Hackfleisch braucht noch eine Sekunde, beziehungsweise unsere Fleischbällchen. Ich habe jetzt hier Knoblauch und zwei Zwiebeln. Den Knoblauch, den hacken wir gerade fein. Und dann habe ich hier zwei Zwiebeln, die werden jetzt einfach erstmal geschält. So, und die Zwiebeln werden dann einfach in feine Ringe geschnitten. Dann brauchen wir uns gar nicht lang mit aufhalten, das fällt gleich im Dutch Oven eher alles zusammen. So, alles fertig geschnibbelt und am Dutch Oven geht's weiter. So, schaut mal her, die sehen richtig gut aus. Hervorragend. Die fische ich jetzt aus dem Dopf raus, dass wir da Platz bekommen, damit wir dann unsere Champignons ordentlich anbraten können. Und rein gehen die Champignons. So, ihr könnt sehen, dass die Champignons hier mit richtig Schmackes angebraten werden. Das ist auch genau richtig so. Da soll sich kein Wasser im Dutch Oven unten sammeln, sondern das muss wirklich mit richtig viel Hitze, dass die einfach nur geil angebraten werden. Das gibt einen richtig tollen Geschmack. Nachdem die Champignons jetzt also scharf angebraten sind, habe ich hier Knoblauch und Zwiebeln. Die kommen jetzt erst mit dazu. Dann, um das Ganze ans Laufen zu bringen, noch ein klein wenig Olivenöl. So, und jetzt werden auch Knoblauch und Zwiebeln im heißen Topf mit angebraten. So, und jetzt habe ich hier meinen frischen, gewaschenen Spinat. Den geben wir jetzt, das werden wir nicht auf den ersten Schlag, aber zumindest mal so auf zwei, drei Etappen. Geben wir das Ganze in den Dutch Oven rein. Der Spinat fällt dann gleich zusammen. Das heißt, wir kriegen ihn also ganz spielend am Ende da rein. Wir müssen dann nur erstmal warten, bis er zusammengefallen ist. So, das ist jetzt die erste Runde. Und Leute, ich kann euch sagen, der Duft ist großartig. Wir haben hier gebratenen Knoblauch, gebratene Zwiebeln. Passt perfekt zum Spinat. Ihr könnt jetzt sehen, je mehr ich hier rühre, umso mehr fällt der Salat zusammen.
erste Runde Spinat ist quasi verschwunden. Jetzt geben wir den Rest dazu. So, wie ihr sehen könnt, Spinat ist jetzt komplett zusammengefallen. Das ist wunderbar so. So, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo wir den Anzündkamin nicht mehr brauchen werden. Wir können gleich umbauen. Vorher gebe ich jetzt aber noch die Hackbällchen zusammen eben mit dem Wasser, was da sich gesammelt hat, damit rein. Das ist der pure Geschmack. Das geben wir jetzt hier so hier mit rein. So, und zwar geben wir jetzt hier die Kohlen auf den Tisch drauf. Und setzen den Topf da drauf. So, als nächstes folgen jetzt 500 ml Geflügelbrühe sowie 200 ml Kochsahne. Wichtig ist, dass ihr der Kochsahne nimmt. Nicht, dass die euch gerinnt sozusagen und euch die Soße dann abkackt. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann habe ich hier meine Packung Schmelzkäse. Auch die wandert damit rein. So, das Ganze vorsichtig ein- und unterrühren. So, und da wir gleich die Nudeln darin noch kochen wollen, brauchen wir etwas mehr Flüssigkeit. Ich gebe jetzt also nochmal ein gutes Glas Wasser mit dazu. Dass das Ganze hier eine wirklich gut flüssige Suppe sozusagen wird. Das ist aber tatsächlich genauso gewollt. Ihr seht, die kommt jetzt auch so langsam auf Temperaturen. Und jetzt habe ich hier 500 Gramm Nudeln. Die geben wir da jetzt rein. Rühren die ordentlich unter, dass also überall Flüssigkeit dran kommt. So, Nudeln sind alle bedeckt, das ist wunderbar. So, und jetzt kommt der Deckel drauf und jetzt darf das Ganze eine gute Viertelstunde vor sich hin köcheln, dass eben wir quasi Nudeln in der Soße kochen, dass sie also die Soße aufnehmen kann, dass es am Ende eine herrlich schlotzige Geschichte wird. Also Deckel drauf, bis gleich. Eine Viertelstunde später machen wir den Deckel auf. Und schaut mal, wie das durch die Stärke in den Nudeln angedickt ist, beziehungsweise weil die Nudeln ja auch die Feuchtigkeit aufgesogen haben. Schaut das nicht megamäßig aus? Der Duft ist der Knaller. Jetzt schmecken wir das Ganze noch schnell ab. Ein ganz klein bisschen Gewürz können wir noch dran machen von meiner mediterranen Mischung. Auf die Menge, denke ich mal, sollten so gute 2 Esslöffel nicht zu viel sein. Rühren wir das Ganze unter, lassen das kurz ziehen. Aber Leute, schaut mal. Es blubbert. Absolut großartig. So, nochmal schnell probieren. Jawohl, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Großartig. Dann würde ich sagen, tafeln wir mal auf. Und dann wird das Ganze hier probiert. So, da ist er also. Mein Spinat-Hack-Nudeltopf. Und ja, dann packen wir jetzt mal was auf den Teller hier. Das ist eine tolle Nummer mit den Champignons. Und diesen Hackbällchen da drin. Großartig sieht das aus. So, da ist er also. Der Spinat-Hack-Nudeltopf. Jetzt wird das Ganze natürlich probiert. Ich mache mal gerade so ein Hackbällchen etwas kleiner. Dann haben wir hier Spinat, Nudeln, leckere Käsesoße. Auf geht's. Ich habe es eigentlich schon richtig zusammengefasst. Wir haben diese kleinen Hackfleischbällchen, diesen leckeren Spinat, diese Käsesoße und dazu die Nudeln. Und dadurch, dass wir die Nudeln in der Soße gekocht haben, haben die Nudeln natürlich auch von der Soße aufgesogen, beziehungsweise sorgen eben dafür, dass wir so eine richtig cremige Konsistenz haben. Die Mengenangaben von den Flüssigkeiten schreibe ich euch unten in die Infobox rein, damit ihr das auch so hinbekommt. Richtig, richtig geil. Mega Essen, mega Geschmack, wie gesagt, trübes Wetter, richtig eklig, aber das hier
Das macht richtig gute Laune. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, habt ihr hier unten auf kostenfreie Ehrengriller-Basis die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen. Inzwischen über 200.000 Abonnenten, das freut mich tatsächlich sehr. Aber über 60% der Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Also tut mir den Gefallen. Klickt auf den Knopf, gerne auch auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und die Dutch Oven Playlist sei euch tatsächlich sehr ans Herz gelegt, da sind richtig, richtig leckere Sachen bei. Das war's für dieses Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wer von euch bei Instagram ist, folgt Barbecue aus Rheinhessen auch gerne bei Instagram. Das war's für dieses Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.